Das Alpha-Tier ist immer in Gefahr. Er kann sich nie ausruhen, er kann nie annehmen, dass ihm irgendetwas zusteht oder gar glauben, dass er am Ziel ist. Er wird nämlich stets und überall auf Anzeichen von Schwäche oder Nachsichtigkeit beobachtet und getestet. Und genau das ist auch der Kernpunkt bzw. die Parallele zu Alpha-Mann und Beta-Mann hier in der Zivilisation. Autoritäre Machtmänner tun nämlich genau das. Sie übernehmen freiwillig die Verantwortung. Und sie setzen sich der Gefahr sowie den permanenten Anfeindungen des Restes der Meute aus. Wozu Betas nun mal nicht imstande sind oder nicht den Schneid haben, diese ständigen Drucksituationen auf sich zu nehmen. Das siehst du wirklich überall dort, wo Hierarchien sowie Wettbewerb bestehen. Und naja, es gibt eigentlich keinen Ort auf der Welt, wo das nicht der Fall ist. Abgesehen vom Friedhof vielleicht. Das Berufsleben ist ja ein gutes Beispiel. Dort brauchst du nämlich Durchsetzungsvermögen, du brauchst Führungsqualität und Kühnheit. Und je weiter du nach oben kommst, desto härter wird der Konkurrenzkampf und desto mehr Angriffen bist du ausgesetzt. Was den Alpha-Mann anbelangt, glaube ich persönlich nicht, dass jeder dazu beschaffen ist, ein solcher zu werden. Das ist sicher wieder unpopulär, weil man ja überall erzählt bekommt, es könne jeder jederzeit sein, was er will. Nach meiner Beobachtung geht das nicht. Es gibt sowas wie Veranlagung, welche die moderne Milieutheorie, nach der das Umfeld entscheidend sei, ein gutes Stück weit widerlegt. Was aber jedermann tun kann und sollte, ist es, das Maximum aus seiner individuellen Veranlagung herauszuholen, was dann bereits einen Riesenunterschied ausmachen würde. Denn die allermeisten Männer leben, handeln und denken weit unter ihren Möglichkeiten. Ein Indiz dafür, ob du dafür gemacht bist, ein autokratischer Qualitätsmann zu sein, ist es ja, wenn du den Widerstand, den du hoffentlich in starkem Maße zu spüren bekommst, genießen kannst. Das ist übrigens auch schon eine der tragenden Unterschiede zwischen hohen und niedrigen Testosteronwerten. Hier hat man eine ganze Reihe an Tests und Untersuchungen gemacht. Wenn sich nämlich Anstrengung gut und richtig für dich anfühlt, dann hast du wahrscheinlich gesunde Testosteronwerte. Wenn nicht, dann hast du womöglich Östrogendominanz. Worauf es mir hier ankommt, ist, dass du halt selber für dich herausfinden musst, wie stark und widerstandsfähig du bist und ob du den kriegerischen Auseinandersetzungen gewachsen bist. Pazifistisch und konfliktscheu durch den Alltag zu gehen, ist jedenfalls nicht das, was Qualitätsmänner tun. Und wie gesagt, wenn du Frieden willst, dann besuch den Friedhof.